Es war ein Stein, der ein Menschenleben zerstörte. Daran erinnert dieses Mahnmal, an dem wir uns hier nun versammelt haben. Aus Anlass des Besuchs von Noel Martin, 5 Jahre nach dem Anschlag auf ihn, wurde hier ein Baum zu seinem Gedenken gepflanzt. Jedes Jahr füllen Schüler Seiten in dem Buch auf der Baumchronik. Ich wurde damals als ein Denkmal gepflanzt und sollte außerdem die Vielfalt unseres Ortes wiedergeben. Es vergingen einige Jahre, bis ich endlich wie ein kleiner Baum aussah. Ich habe Kinder gesehen, die eingeschult wurden und dann immer wieder an mir vorbei zur Schule fuhren. Es war ein Stein, der geworfen worden ist von Rassisten aus Deutschland. Noel Martin erinnert sich in seinem 2007 erschienenen Buch »Nenn es mein Leben« an diesen Moment. Es war etwa gegen 23 Uhr, als Noel Martin mit 2 Freunden aus Berlin zurückkam und am Bahnhofsvorplatz in Marlow verweilte, weil er dort aus einer Telefonzelle seine Frau Chucky anrufen wollte. Es kam zu einer verbalen Auseinandersetzung mit rechtsradikalen Jugendlichen, die sich dort am Bahnhof Marlow in dieser Zeit durchaus einen Treffpunkt, ich will es mal nennen, erkämpft hatten. Dann sehen Sie die Neonazis. Nigger, Nigger! Sobald sie die schwarzen Männer bemerkt haben, fangen sie an, sie zu beschimpfen. Er fährt los an einer Baustelle vorbei. Dort steht ein Mann mit einem Stein in der Hand. Noel denkt sich nichts dabei. Dann rast sein Auto heran und will seinen Jaguar überholen. Er hört ein knackendes Geräusch und denkt erst an die Pistole, die er bei den Neonazis gesehen hat. Dann hat ihn der Wagen überholt. Er fährt direkt vor seinem Jaguar auf die rechte Spur. Und aufgrund der hohen Geschwindigkeit bei dieser Befolgung ist Noel Martin dann hier an dieser Stelle gegen einen Baum gefahren. Noel Martin wurde damals so schwer verletzt, dass sein Leben eine sande Wende nahm, dass er vom Kopf an nach unten gelähmt war. In diesem Schicksal lebt er seit nunmehr 20 Jahren. Das Schlimmste daran, so schreibt er weiter in seinem Buch, ist es, dass es ihm von anderen ohne jeden Grund zugefügt worden ist. Ab sofort konnte er nur noch mit Pflege im Bett und im Rollstuhl leben. Noel Martin, ein junger Mensch, ein lebenslustiger Mensch, der gerne zu Pferd unterwegs war und gerne getanzt hatte, von heute auf morgen aus diesem Leben gerissen. Für Noel ist Rassismus ein Gräuel. Für Noel sind alle Menschen Einwanderer, überall auf der Welt. Denn sie oder ihre Vorfahren sind mit Sicherheit irgendwann von irgendwoher eingewandert. Das war Noels Botschaft schon immer. Und heute ist sie wichtiger denn je. Noel ist und bleibt eine Inspiration, ein wahrer Champion für uns alle, die wir uns glücklich schätzen können, ihn zu kennen. We learn from Noel Martin now to get past what we've been through. We ain't there yet, but we're starting. And you can be a champion too. Champion! Champion! Noel Martin, the true champion, came back from the worst as a champion, so we have to say the verse of the champion. 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 Zusammenfassend können wir sagen, dass wir rassistische Äußerungen einfach nicht stehen lassen dürfen. Wir dürfen denen, die sie äußern, durch Schweigen nicht das Gefühl geben, sich in der Mehrheit zu befinden oder gar Recht zu haben. Wir müssen die Demokratie verteidigen, aber das sagt sich so leicht, denn die gesellschaftlichen Spaltungstendenzen in Deutschland lassen erahnen, was dieser Satz tatsächlich bedeutet. Dabei geht es nicht nur um Werteorientierung, um demokratisches Verständnis, um Solidarität, um Toleranz. Nein, es geht um eine gesamte Haltung.